Ich möchte euch noch einmal zeigen, wie wir in unserer Pfarrei im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung das Vaterunser mit Gesten lernen und in Zukunft beten wollen. Diese Gesten, sie intensivieren das Erlebnis, sie helfen, dass man noch viel mehr mit dem Herzen, mit dem Gefühl bei der ganzen Sache dabei sein kann. Es ist ungewöhnlich und man muss auch etwas langsamer beten, als man es sonst gewöhnt ist. Mach doch einfach gleich mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.